Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu diesem Video. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Herzlich willkommen und Namaste. Ich möchte dich in dieser Yoga-Klasse auf eine sinnliche Reise zum eigenen Körper mitnehmen und damit auch das Fühlen und das Spüren wieder in den Mittelpunkt bringen. Und deswegen ist diese Yoga-Klasse eher für den zweiten Teil des Tages konzipiert, wenn also die kognitiven Herausforderungen des Tages schon hinter dir liegen. Vor uns liegt eine abwechslungsreiche Yoga-Sequenz aus Kraft, in der wir uns zentrieren werden und fokussieren werden, aber auch schon dehnenden Elementen, besonders für die Vorderseite, Oberschenkelmuskulatur, Bauchdecke, Brustkorb. Und wir werden immer wieder auch in Rückbeugen und Vorbeugen eintauchen, das mal mit Drehungen ausgleichen und ebenso ganzheitlich, sinnlich, wohltuend uns etwas Gutes tun. Für die Yoga-Klasse brauchst du zwei Yoga-Blöcke bzw. etwas Vergleichbares als Hilfsmittel. Das können zum Beispiel auch Bücher sein als Stapel. Also such dir etwas, um dadurch eine Stütze zu haben für die Rückbeugen und um es dir in den dehnenden Sequenzen etwas zu erleichtern. Achte mal drauf, dass wenn wir in Rückbeugen sind, dein unterer Rücken sich gut anfühlt. Wenn du also merkst, dass wir nach einer rückbeugenden Sequenz, in der wir wieder auflösen, dass du beispielsweise ein Spannungsgefühl im unteren Rücken hast, dann ist das die Information für dich, dass du da ein bisschen zu weit warst im Rückbeugen. Dann geh beim nächsten Mal nicht ganz so tief, beziehungsweise achte darauf, dein Steißbein immer wegzuschieben, um den unteren Rücken zu verlängern. Gut, dann lass uns gemeinsam sinnlich in diese Stunde eintauchen und die Yogamatte ausrollen. Ja, wir beginnen zunächst recht bodennah im Vierfüßler. Such dir bitte die Yoga-Blöcke schon parat und bring sie an den vorderen Teil deiner Yogamatte. Und dann komm in den Vierfüßler. Wir beginnen mit sinnlichen Bewegungen hier. Das heißt, es ist einfach schön, jetzt einmal den Körper zu spüren, so einen Eindruck, ein Gefühl zu bekommen, was an Bewegungen dich jetzt verwöhnt, was dir gut tut. Und dann lass genau diese sinnlichen, sanften Bewegungen durch deinen Körper fließen. So, als wäre das eine liebevolle Reise durch den Körper hindurch, um wahrzunehmen, welche Bereiche und Strukturen deines Körpers jetzt Bewegungen brauchen. Vielleicht auch, um angespannte oder feste Strukturen zu lockern. Gut, dann mach diese Bewegungen weiter im abwärtsschauenden Hund. Such dir auch hier, ganz unabhängig davon, wie es von außen aussieht, für dich aus dem inneren Gefühl her Wohlfühlbewegungen. Dich mal wirklich durchzustrecken, durchzubewegen, einfach dich zu reckeln. Dafür brauchst du nichts weiter als einfach ein gutes Gespür für deinen Körper. Und das bekommst du über die Wahrnehmung. Also für alle Sinne zu dir nach innen, spür den Körper, spür seine Bewegungswünsche, auch die Lust und den Genuss, dich zu bewegen. Nun lass diese Bewegungen so langsam ausklingen und finde deine von innen nach außen aufgebaute Form des abwärtsschauenden Hundes. Und dann bleib hier einen Moment, genieß die Atmung. Lass sie in den Rücken strömen. Genieße dehnende Bereiche. Mach mal die Kraft in deinem Körper. Und jetzt roll dich einmal nach vorne in den hohen Liegestütz. Streck dich hier ganz lang aus zwischen Fersen und Scheitel. Schieb dich zurück in den abwärtsschauenden Hund. Zieh die Sitzbeine hoch und senk die Außenfersen tiefer. Nochmal einatmen, nach vorne rollen, hoher Liegestütz. Ausatmen, zurückschieben zum abwärtsschauenden Hund. Und nochmal ganz geschmeidig. Einatmen, nach vorne rollen, den hohen Liegestütz. Und jetzt gleite langsam zur Erde aus. Schieb dich ein bisschen nach vorn und leg dich dann in Ruhe ab. Leg deine Füße ab. Für die erste kleine Rückbeuge in der Bauchlage ist es immer essentiell, in Rückbeugen
zuerst das Steißbein wegzuschieben. Also schieb das Richtung Fersen zurück. Dann setz die Hände an die unteren Rippenbögen auf. Gleite mit den Schultern mit einem großen Bogen über oben nach hinten. Drück die rechte Hand in den Boden, schraub dich nach rechts auf. Vielleicht geht der Blick Richtung Schulter. Ausatmen, leg dich nach vorn wieder ab. Mal einatmen, nach links aufschrauben. Linke Hand drückt nach unten. Ausatmen, kommt zurück. Nochmal beide Seiten. Einatmen, nach rechts schrauben. Spür den Rücken, wie er sich verringt. Ausatmen, kommt zurück. Letztes Mal einatmen, nach links aufschrauben. Spür auch hier den Rücken in dieser Bewegung. Ausatmen, kommt zurück. Bleib hier. Einatmen, roll die Schultern zurück. Schieb den Steiß zurück. Zieh dich hoch in die Kobra. Ausatmen, schieb dich zurück. Der abwärts schauende Hund. Dann lauf hier nochmal ganz für dich auf dieser Position. Such dir Bewegungen, die durch den Körper hindurch fließen können. Und dann schau Richtung Hände, wandere mit den Füßen nach vorn. Komm in die halbe Vorbeuge, Uttanasana. Lass dich ganz weich nach unten ausgleiten. Du kannst gerne die Knie dafür anbeugen. Und lass ruhig mal die Arme so ein bisschen ausbaumeln. Mal den Kopf mal ausgleiten lassen. Du kannst auch so kleine Federbewegungen nutzen. Mal die gesamte Rückseite deines Körpers diese elastische Bewegung zu bringen. Dann beug die Knie etwas an für eine Hocke, stütz die Hände auf die Oberschenkel, richte dich auf und such dir hier auch sinnliche Bewegungen, Bewegungswellen, die durch den Körper fließen, die alles nochmal durchmobilisieren an diesem Tag. Verwöhne dich damit. Und dann komm langsam nach oben, richte dich in den Stand auf, breite die Arme über die Seite nach oben hoch und bring dann die Hände vor das Herz. Nochmal die Arme über die Seite, einatmend heben, ausatmen die Hände zum Herz. Letztes Mal weit dieser Bogen, einatmend über die Seite hoch, über den Kopf. Ausatmend, Hände zum Herz. Dann beugt die Knie etwas an, tauch einatmend mit den Händen Richtung Knie ein und über vorn wieder hoch, richte dich auf. Ausatmend, breite jetzt die Arme aus, verneig dich vor dir nach unten. Einatmend, komm in die halbe Vorbeuge, verlängere die Flanken nach vorn, heb dein Brustbein nach vorn an. Ausatmend, lass dich zurückfließen nach unten. Setz dann den rechten Fuß mit ganz viel Ruhe weit nach hinten auf. Nimm das Becken ein bisschen tiefer, heb einatmend den Blick, heb dein Brustbein an. Ausatmend, tritt mit dem linken Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmend, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, die Position des Kindes. Einatmend, komm von hier wieder hoch, ganz geschmeidig. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, abwärts schauende Hund, streck dich nach hinten hoch, senk die Außenfersen tiefer. Einatmend, gleite vor in den hohen Liegestütz. Leg dich ausatmend langsam zur Erde, zieh die Ellenbogen nah an den Körper. Einatmend, Steißbein zurückrollen, Schultern zurückrollen, Cobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, setz den rechten Fuß nach vorn. Du kannst die rechte Hand kurz heben, damit der Fuß weiter vorkommt. Behebt das Brustbein an den Blick. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe. Verlängern den Rücken nach vorn. Ausatmen, entspann dich in die ganze Vorbeuge. Einatmen, komm die Hocke hoch. Zieh die Beinmuskeln hoch, wenn du Halt im Kreislauf machst. Ausatmen, bring die Hände zum Herz zurück. Einatmen, Richtung Knie eintauchen. Über vorn nach oben, vielleicht die Arme neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, verneig dich wieder weich und sanft vor dir selbst. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Zieh den Brustkorb ganz weit nach vorn. Ausatmend, ganze Vorbeuge, lass dich zurückfließen. Der linke Fuß, einatmend nach hinten, Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmend, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmend, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, das Kind. Einatmend, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, die Länge des abwärts schauenden Hundes, schiebt die Hände nach unten, zieht die Sitzbeine hoch, senkt die Außenfersen tief. Einatmen, roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmend, leg dich zur Erde ab. Einatmend, die Kobra, Steiß zurück, Schultern zurück, zieh dich nach vorn hoch.
Ausatmen, Bauchnabel einsaugen, begib dich auf den Weg zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, setz den linken Fuß nach vorn, Blick nach vorn, Becken tief. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh die Schultern nach oben. Ausatmend, entspann dich in die ganze Vorbeuge, entspann die Schultern. Einatmend, richte dich auf, breite die Arme aus, streck die Achseln ganz lang nach oben, streck dich ganz hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, tauch Richtung Knie ein, über vorn nochmal nach oben auftauchen, die Arme neben oder hinter die Ohren, heb dein Brustbein hoch. Ausatmen, entspann dich weich nach unten, die Vorbeuge. Verschränk die Hände hinter dem Rücken zu einer Faust. Zieh die Schultern nach oben, heb die Arme nach oben und lass die Arme insgesamt so ganz sanft Richtung Kopf nach vorn federn. So kleine Federbewegungen. Der gesamte Oberkörper kann weich mitschwingen. So, dann lass die Arme zurückschwingen nach unten. Tritt rechts einen großen, großen Schritt zurück. Nimm das Becken tief, heb den Blick einatmend nach vorn an, ausatmend linker Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Und dann bleib hier einen Moment, such dir gerne nochmal sinnliche Bewegungen aus, die dich ganz, ganz liebevoll verwöhnen. Und dann komm einen Moment an, in deiner ganz individuellen Form des abwärts schauenden Hundes. Bitte dich nochmal, die Achseln zu strecken, die Flanken nach hinten hochzuschieben. Und dann lass deinen Brustraum, damit auch den Raum deines Herzens, ein bisschen weicher Richtung Erde schmelzen, während die Oberarme versuchen anzuheben. Und nimmst du jetzt Dehnungen wahr? Wo nimmst du deine Atmung wahr? Und dann gleite nach vorne in den hohen Liegestütz und leg dich zur Erde ab. Schieb den Steiß zurück. Jetzt geh ein bisschen kraftvoller in eine Rückbeuge. Verschränk die Hände hinter dem Kopf und zieh die Ellenbogen zur Seite wirklich bewusst hoch. Atme ein, heb den Brustkorb nach vorn hoch. Atme aus, leg dich wieder ein bisschen tiefer. Mach das ein paar Mal. Wenn du einatmest, zieh das Brustbein nach vorn hoch. Vielleicht magst du sogar die Füße heben. Und wenn du ausatmest, komm wieder tiefer. Noch drei Runden. Und dann leg die Beine wieder ab, stütz die Hände an den seitlichen Rippen auf. Wir kommen in den aufwärts schauenden Hund, alternativ in die Kobra, das ist nicht ganz so weit oben. Für die Kobra rollst du die Schultern zurück, hebst dich hoch, lässt aber das Becken am Boden. Für den aufwärts schauenden Hund nimmst du das Becken mit hoch, schieb dich mit dem Brustkorb zwischen den Schultern hoch, nimm die Knie mit hoch, saug den Bauchnabel ein und komm langsam zurück in den abwärts schauenden Hund. Versuch dir also sanfte Bewegungen, die liebevoll den unteren Rücken wieder mobilisieren. Und dann setz den rechten Fuß nach vorn. Jetzt brauchst du die beiden Yoga-Blöcke. Nimm sie einfach unter die Hände als ein Fundament. Und lass für die nächsten Atemzüge dein Becken weich nach unten sinken. Und dafür braucht es nicht viel. Das ist eher so eine passive Form, indem du einfach Gewicht abgibst. So kann dein Becken nach unten sinken. Jetzt stell dir eine Gegenbewegung vor, und das ist die mit dem linken Oberschenkel. Zieh da ganz sanft die Innenseite des Oberschenkels hoch. Das ist die aktive Seite, also die aktive Richtung nach oben. Und passiv sinkt einmal das Becken zwischen den Beinen tiefer. Gut, dann senk dein linkes Knie bitte ab. Du kannst da gerne, wenn die Unterlage weicher sein dürfte, ein Polster unter das Knie bringen. Wir bleiben jetzt einen Moment mit dem Knie am Boden. Hinteren Fuß kannst du gerne ablegen oder aufstellen. Eins von beiden ist schöner für die Kniescheibe.
Jetzt nimm die rechte Hand mitsamt dem Block nach innen und setz den Fuß eine Fußbreite nach außen. Gut, dann lass wieder dein Becken sinken, zwar nach vorne runter. Du kannst dafür das rechte Knie gerne anbeugen. Dann finde so kleine sinnliche Mikrobewegungen mit dem Becken, um wirklich einmal zu spüren, wo du jetzt welchen Fasern der Muskulatur Dehnungen erfahren kannst. Und dann lass jetzt den linken Unterarm einmal auf den Block sinken. Und jetzt probier den rechten Unterarm auch mit abzulegen. Die Innenseite ist immer so ein bisschen schwieriger hier in dieser Dehnung. Wenn dir das sehr tief erscheint, vielleicht hast du die Möglichkeit, zumindest an der rechten Seite den Block nochmal höher zu setzen. Wenn du das anderweitig variieren magst, du kannst auch gerne ein oder beide Blöcke flach ablegen. Oder wenn du sie gar nicht brauchst, ist das auch legitim, dann leg einfach die Unterarme Richtung Erde ab. Egal, wo du jetzt bist, das ist nicht das Äußerliche, das heute in dieser Stunde wichtig ist. Es ist eher ein Gefühl, ein sinnliches Gefühl. Dort, wo du bist, fühlt es sich gut an, dann bist du richtig. Wenn alles fest wird, bist du ein bisschen zu weit, dann hat dich das Ego geleitet, dann verbesser das nochmal bitte. Nutz die Ausatmung und lass dich in die Dehnung sinken. Und dann komm wieder etwas zurück, richte dich wieder im Oberkörper auf. Blöcke kannst du gerne mal einen Moment zur Seite wieder setzen. Setz auch den rechten Fuß, diese Fußbreite zurück. Schieb dein Becken ein bisschen aus der Dehnung heraus nach hinten und dann stützt dich über den rechten Oberschenkel hoch. Wir gehen in eine Variation des ersten Heldens mit dem Fokus auf eine Rückbeuge. Und dafür bitte ich dich zunächst, die linke Hand einfach gut hinter dir aufzusetzen, am unteren Rücken oder am Gesäß, da wo du gut Halt bekommst. Jetzt bring die rechte Hand an den Hinterkopf, lehne den Kopf sanft gegen die Hand nach hinten. Das heißt, du führst den Kopf ein wenig zurück nach hinten. Eigentlich dort, wo er anatomisch hingehört, denn wir sind meist mit dem Kopf zu weit vorn. Das streckt den Nacken etwas, entspannt die Nackenmuskulatur. Jetzt stell dir vor, du lehnst dich mit dem Kopf und den Schulterblättern etwas zurück. Das ist eine Bewegung aus dem oberen Rücken, nicht aus dem unteren. Steißbein schiebt nach unten und zwischen den Schulterblättern lehnst du dich zurück. Wenn du die Vorderseite beobachtest, dann stell dir hier im Brustbein einen kleinen Faden vor, der das Brustbein nach vorn hochzieht und aufrichtet. Atme auch nach vorn hoch, Rippe für Rippe hoch in den Raum des Herzens. Vielleicht kann sich dadurch das Herz entspannen. Und es ist nur Yoga, nur eine Haltung. Braucht keinen Stress im Herzen. Lass dein Herz atmen. Und wir gehen noch ein bisschen weiter in die Rückbeuge. Nutz dafür dein rechtes Knie, winkel das weiter an, dann sinkt dein Becken tiefer und wie von selbst gleitet der gesamte Oberkörper weicher nach hinten. Manchmal geht dann der Blick schräg nach oben Richtung Decke, manchmal ganz hoch, manchmal schräg nach hinten. Egal wo du bist, stell dir immer vor, der Brustkorb wird leicht und hebt sich einatmend hoch und ausatmend verbindest du dich nach unten mit der Erde. Einatmend das Herz nach oben tragen und ausatmend richte dich langsam wieder auf, bring beide Hände an die Hüfte, atme hier ein und mit dem Ausatmen bring die Hände zurück zum Boden, einen Schritt zurück, der abwärts schauende Hund. Finde wieder in all dieser Form die Sinnlichkeit zurück, also Bewegungen, die dich genüsslich verwöhnen. Du kannst hier im Hund bleiben, du kannst auch in den Vierfüßler wechseln oder einfach mit mir in den Vinyasa fließen. Wenn du das möchtest, dann kommst du einatmend vor in den hohen Liegestütz, legst dich ausatmend ab, einatmend Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmend, abwärts schauender Hund. Wir sind dann alle wieder angekommen, setzen den linken Fuß nach vorn.
Nutze hier gerne die Blöcke. Und lass für die nächsten Atemzüge dein Becken weich nach unten sinken. Das braucht dafür nichts Besonderes. Das ist eher eine passive Möglichkeit. Ja, stell dir vor, du gibst Gewicht mit dem Becken nach unten zur Erde ab. Und so wie dein Becken passiv nach unten sinkt, so nutze jetzt eine zweite Bewegung. Zieh aktiv die Innenseite des rechten Oberschenkels hoch, sodass dein rechtes Bein sich deutlich länger streckt. Und lass nochmal passiv dein Becken nach unten sinken. Nimm die Dehnung wahr, die du deinem Körper schenkst. Nimm die Atmung wahr und lass dich mit der Ausatmung mit dem Becken erden. Ja, dann setzt dein rechtes Knie zur Erde ab. Nutzt dir gerne ein Polster, sodass das Knie sich wohlfühlt mit der Kniescheibe. Hinteren Fuß aufstellen oder ablegen. Eins von beiden ist die bessere Variante für die Kniescheibe. Ist bei jedem anders. Jetzt nimm den Block nach innen und setz den Fuß eine Fußbreite nach außen. So, wenn du jetzt dein linkes Knie anbeugst, kann das Becken wieder nach vorn hineinsinken in die Dehnung. Dann such dir so kleine, sanfte, sinnliche Bewegungen mit dem Becken, um wirklich einmal bewusst zu spüren, wo du Dehnungen jetzt erfährst. Jetzt bitte ich dich, mit dem rechten Unterarm auf den Block zu kommen und dann den linken Unterarm mit dazu zu nehmen, auf den zweiten Block. Ja, die Innenseite ist wieder die Seite, die es ein bisschen herausfordernder macht. Wenn du also merkst, du bist zu tief, dann stützt die Blöcke etwas höher. Wenn du zu hoch bist, dann passt das im Laufe der Zeit für dich an, sodass es wirklich genau stimmig wird. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und eher dich das Körpergefühl, das Gespür leitet. Wo magst du jetzt ankommen? Wo ist es für dich gut? Lass dich in die Dehnung sinken, indem du die Ausatmung nutzt. Wird dadurch weicher in den Muskelfasern, gibt Anstrengung zur Erde ab. Gut, dann richte dich langsam wieder auf. Nimm die Blöcke einen Moment zur Seite, den linken Fuß wieder diese Fußbreite zurück, schieb dein Becken noch ein bisschen zurück, um nicht ganz so sehr in der Dehnung zu sein. Und jetzt richte dich über den linken Oberschenkel nach oben auf. So, schieb dein Steißbein nach unten, verbinde die Füße verwurzelnd mit der Erde unter dir. Und wenn du die Atmung jetzt wahrnimmst, dann stell dir vor in dieser zweiten Runde, dass die Einatmung nach oben fließt, dass der Brustkorb sich auffächert und innerlich leicht wird und die gesamten inneren Räume deines Körpers sich aufrichten und strecken. Und die Ausatmung fließt nach unten und verbindet dich mit der Erde. Mit der Einatmung verlängern sich die Flanken, der Brustkorb hebt sich in all seiner Leichtigkeit und Freiheit hoch und ausatmend bist du ganz verwurzelt mit diesem Moment, hier und jetzt. Und dann setz die rechte Hand nach hinten, finde einen guten Stützpunkt, bring die linke Hand an den Hinterkopf, lehn den Kopf gegen dieses Handkissen nach hinten an. Das ist schon eine Rückbeuge. Besonders im oberen Rücken, wenn du auch den Schulterbereich nach hinten nimmst. Und stell dir das Brustbein vor, das wie so einem kleinen Faden befestigt ist. Und dieser Faden streckt das Brustbein nach vorn hoch. Das heißt, du gehst ein bisschen mehr in den oberen Rücken mit diesem Gefühl, dich nach hinten anzulehnen. Du
kurz die Atmung, entspann dabei dein Herz, schenk ihm Weite und Fülle. Und jetzt winkel dein linkes Knie an, das Becken sinkt nach vorne runter. Und wie von selbst hat der ganze obere Körper die Möglichkeit, sich weicher nach hinten anzulehnen. Trag wieder einatmend deinen Herzraum nach oben und sei ausatmend mit der Erde verbunden. Ja, vielleicht geht der Blick schräg hoch, vielleicht ganz hoch, vielleicht schräg nach hinten. Das ist für jeden von uns verschieden. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und atmest. Und nochmal tief durchatmen. Und dann richte dich langsam wieder auf, bring die Hände zurück, nochmal einatmend, verlängere den gesamten Oberkörper. Ausatmend, bring dann die Hände wieder zurück. Und jetzt ein Schritt nach vorn, eine ganz weiche Vorbeuge, beug die Knie gut an. Es kann sein, dass der untere Rücken im Moment jetzt fest ist, respektiere das. Deswegen die Knie gut anwinkeln. Dann kommen die Hocke, heb den Oberkörper, richte dich auf. Und bring dann die Hände auf Höhe deines Herzens zueinander. Hier ankommen, tief atmen. Vielleicht kannst du sogar dein Herz spüren, wie es im Moment für dich pulsiert. Mach mit deiner Drehung weiter, als kleinen Ausgleich für den unteren Rücken. Setz dafür den linken Ellenbogen zwischen die Knie. Schließ den Beckenboden. Stell dir eine Hose mit einem Reißverschluss vor. Und aus dieser Stabilität des Rumpfes drehst du dich jetzt langsam nach rechts. Die Arme, die Unterarme kommen übereinander. Rechte Hand drückt sanft in die linke. Rechte Schulter glattet zurück. Atme und spüre. Wenn du dich weiter in die Drehung öffnen möchtest, dann bring die linke Hand nach unten, vielleicht auf den rechten Fuß, vielleicht rechts neben dem Fuß, vielleicht auf einen Block. Streck den rechten Arm über die Seite hoch und streck dich ganz lang aus. Atme. Wo nimmst du die Atmung jetzt am deutlichsten wahr? Und dann komm bitte wieder zurück. Wenn du einen Block hast, versetz ihn nach links. Richte dich wieder auf in die Hocke. Atme ein, streck die Arme nach oben. Atme aus, bring die Hände wieder vor das Herz und den rechten Ellenbogen zwischen die Knie. Bevor wir drehen, wir finden Halt in der Mitte, schließen den Beckenboden, stellen uns eine Hose mit einem Reißverschluss vor, den wir muskulär zumachen, drehen dann weich nach links. Die Hände übereinander, linke Hand drückt von oben nach unten in die rechte, linke Schulter lehnt sich zurück. Ich finde eine passende Variation, eine passende Höhe, eine passende Form. Und atme. Du kannst hier bleiben oder dich in die Drehung öffnen, dann den linken Arm nach oben, rechten Arm nach unten, zum Fuß oder auf einen Block. Dann streck dich in die Welt. Nimm dich wahr. Nimm die Atmung wahr. Und löse wieder auf, nochmal einatmen und richte dich nach oben auf in dieser Hocke. Ausatmen, entspann dich mit gut gebeugten Knien in eine weiche Vorbeuge. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge. Zieh den Brustkorb lang nach vorn. Ausatmen, glatte noch einmal wie eine Verneigung vor dir nach unten aus. Dann setz einatmend den rechten Fuß einen Schritt zurück. Ausatmen, nimm den linken Fuß mit nach hinten, den abwärts schauenden Hund, such dir Bewegungen, die wieder ein Wohlgefühl in deinem Körper fördern. Dann komm bitte den Vierfüßler, auch hier nochmal in die Bewegung fließen. Und ich bitte dich für einen Moment in den Fersensitz. Ja, wir werden jetzt mit dem Kamel weitermachen und dafür brauchst du wieder die beiden Yoga-Blöcke, jetzt an der Höhe der Füße. Stell die Blöcke ruhig auf und das ist wieder eine Form einer Rückbeuge, diesmal aus einem Kniestand.
Schau einfach immer wieder, wie es für dich sich anfühlt. Rückbeugen zentrieren den Rückenbereich, das hast du ja schon gemerkt in dieser Sequenz. Und sie strecken die gesamte Vorderseite in all ihre Weite und Größe auf. Schau immer, dass es für dich, da wo du ankommst, gut ist. Gut. Ich bitte dich zunächst, dir die Füße aufzustellen. Dich auf die Fersen zu setzen. Dann nutzt die Blöcke ungefähr auf Höhe der Füße. Roll die Schultern zurück. Die Oberarme drehen auswärts, dein Brustbein hebt sich nach oben hoch. Gut, wir werden jetzt gleich das Becken nach vorn schieben. Stütz dich dafür gut auf den Blöcken auf, schieb dein Steißbein Richtung Fersen, stell dir eine Hose mit einem Reißverschluss vor, den du zumachst muskulär, und dann zieh dein Becken langsam nach vorn. Ja, finde eine gute Form. Heb dein Brustbein nach oben, lehn den Kopf weich zurück. Justiere gerne nochmal nach, dass du genau da ankommst, wo es für dich passt. Du kannst den Kopf wirklich weich zurücksinken lassen, wenn es angenehm ist. Einatmen, heb dein Brustbein nach vorn hoch, heb dein Herz nach oben in die Welt. Sei ausatmend nach unten verwurzelt. Nochmal tief atmen. Und dann komm langsam wieder zurück, setz dich auf die Fersen wieder auf. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Rückbeuge gut ist, du sehr flexibel bist, du kannst auch die Blöcke tiefer setzen oder dich nur auf den Fersen mit den Händen aufstützen. Wenn du gemerkt hast, dass es sehr herausfordernd ist und du das ein bisschen sanfter magst, dann komm einfach in den Fersensitz hoch, in den Kniestand, stütz die Hände hinter dir auf den Becken auf, roll die Schultern zurück und heb dein Brustbein hoch. Das ist die alternative Form. Du kannst gerne hier bleiben oder wenn du noch einmal aktivierender sein möchtest, dich entweder auf den Blöcken aufstützen wie eben oder auf den Fersen aufstützen. Komm in deiner Form an. Wenn du angekommen bist, dann spür die Rückseite, die dich trägt. Zieh die Schulterblätter hoch. Trage aus der Rückseite deinen Brustkorb hoch. Heb dein Herz aus der Rückseite hoch in die Welt. Lass es dort atmen. Es ist nur Yoga, es braucht keinen Stress im Herzen. Nochmal tief nach oben atmen und dann löse wieder auf. Wir treffen uns wieder in dem Fersensitz. Leg dafür auch gerne die Füße flach ab. Du kannst auch einen anderen Sitz wählen, um einen Moment zu verweilen. Gut, wenn du angekommen bist und es für dich passt, dann schließ die Augen. Jetzt nimm einmal als Vergleich die Rückseite deines Körpers wahr. Mit all ihrer Kraft, all ihrer Zentrierung, all ihrer Stärke, die dich stützt, die dir auch im Alltag eine Stütze sein kann. Und dann die Vorderseite mit all ihrer Weite, all ihren inneren Räumen, all ihrer Größe und Länge. Dann nimm die Atmung wahr, um sinnlich zu spüren, wo sie jetzt am präsentesten ist. Wo nimmst du sie jetzt am deutlichsten wahr? Spür auch den Puls deines Herzens, der Motor deines Kreislaufs, der Motor des Lebens. Und jede Atmung, die du dir schenkst, führt auf direkten Wege den Sauerstoff in die Blutbahn und dann direkt zum Herz, das davon genährt wird, um dieses Sauerstoff und nährstoffreiche Blut dann in alle Strukturen des Körpers pumpt. Zu atmen bedeutet zu leben. Dann öffne langsam wieder die Augen, wenn sie geschlossen werden. Wir machen als Ausgleich mit Drehungen weiter. Das ist deswegen schön, da wir aus der Kompression, die der Rücken gerade erfuhr,
Also die Muskeln sind sicherlich noch in diesem Modus der Rückbeuge drin, sind angespannt. Gehen wir jetzt in Drehungen und entspannen die Rückenmuskeln wieder. Und dann in Vorbeugen. Gut, also für den Drehsitz bitte ich dich einfach die Füße nach vorn zu bringen. Leg das linke Bein nach vorn ab. Stell den rechten Fuß vor dir auf. Bring die linke Hand an das Knie oder den Arm um das Knie, je nach Intensität. Dann lass zunächst dein Becken schwer werden. Bring dann den rechten Arm mit einem Bogen nach hinten. Dreh dich nach rechts. Stütz die rechte Hand hinter dir auf. Der zweite Schritt, also erster Schritt war das Becken schwer zu machen. Zweiter Schritt ist die Drehung zu kultivieren. Ja, entspann dich in die Drehung nach rechts. Nutz dafür die Ausatmung. Der dritte Schritt ist eine Länge, eine innere Länge und Größe. Nutz die Einatmung, um dich dafür nach oben aufzurichten. Wo spürst du jetzt Bereiche, die sich dehnen? Wo spürst du Räume, die geatmet werden? Und dann bring den rechten Arm wieder mit einem Bogen zurück nach vorn. Wechsel, leg das rechte Bein ab, stell den linken Fuß auf, die rechte Hand an oder um das Knie herum, lass dein Becken schwer werden. Dann bring ganz in Ruhe den linken Arm mit einem großen Bogen nach hinten, stütz dich dort auf. Ausatmend, dreh dich nach links. Einatmend, finde eine innere Größe, die dich aufrichtet. Gib der Atmung Raum. Und komm dann wieder zurück nach vorn. Lass auch dein linkes Bein ausgleiten. Wir gehen in eine sanfte Vorbeuge. Du kannst dafür gerne die Gesäßmuskeln nach außen ziehen, sodass deine Sitzbeine sich besser mit dem Boden verbinden. Dann stütz dich auf neben dem Becken, schieb die Fersen weit weg und versuch die Kniekehlen aktiv nach unten zu drücken. Also sei ganz aktiv in den Beinen, schwer und zentriert im Becken. Jetzt richte den Oberkörper sanft nach oben auf, verlängere die Flanken. Und es gibt zwei Modi für Vorbeugen. Die eine, diese moderne Form, ist mit einem ganz langen Rücken jetzt nach vorn zu kommen, das Brustbein weit nach vorn zu ziehen. Das machen wir heute nicht, denn das dehnt im Wesentlichen nur die Oberschenkelrückseite oft zu viel, sodass da Beschwerden entstehen können. Die zweite Möglichkeit, finde ich eine jetzt viel angenehmere, ist dir vorzustellen, du hast auf den Oberschenkeln so einen großen, imaginären Luftball und du rollst dich dort drüber, also ein runder Rücken, du rollst dich nach vorn. Senk dafür das Kinn Richtung Brustbein, runde den Rücken nach vorn, bring die Hände nach vorn. Da, wo du gut ankommst, also Knie, Schienbeine, Fußgelenke, Füße. Und immer wieder denk dir diesen runden Ball unter deinem Oberkörper, über den du dich rollst. Das Ganze macht die Dehnung der Rückseite viel einheitlicher, viel sanfter. Wir sind jetzt nicht nur in den Oberschenkelrückseiten, das kannst du mal probieren, wenn du das Brustbein nach vorn ziehst. Das ist wirklich hier an den Sitzbeinhöckern Richtung Oberschenkel, fast nur dort. Der Rücken streckt sich eigentlich gar nicht oder dehnt sich gar nicht. Und wenn du dich wieder einrollst, Kinn Richtung Brustbein senkst, dann wird das viel harmonischer in der gesamten Rückseite. Die gesamte Kette der Rückseite an der Dehnung beteiligt. Und lass die Atmung in den Rücken fließen.
Stell dir vor, der fächert sich auf, wenn du einatmest. Und fließt zurück in den Ursprungszustand, wenn du ausatmest. Und dann roll dich langsam wieder auf nach oben. Ein kleiner Ausgleich. Stütz die Hände bitte hinter dir auf. Die Fingerspitzen können nach vorn zeigen oder nach hinten. Ich nutze jetzt die Variante mit den Fingern nach vorn. Zieh die Schultern nach hinten, schieb die Schulterblätter zusammen, schließ den Beckenboden und wenn du ausatmest, dann zieh aus der Kraft der Mitte dein Becken nach oben. Heb dein Brustbein hoch. Lass den Kopf sanft zurücksinken, soweit es für dich angenehm ist. Atme. Wenn du ein bisschen aktiver sein möchtest, heb das rechte Bein mal einen Moment hoch. Und dann komm wieder zurück, wechsel zum linken Bein. Nochmal tief atmen, das Becken hochheben. Und ausatmen, setz dich langsam wieder ab. Und such dir einen gemütlichen Sitz aus für die nächsten Momente. Wir bleiben ein paar Minuten jetzt sitzend, also lass es so richtig gemütlich werden, sodass du dich wohlfühlst. Und vor uns liegt eine kleine Atemachtsamkeitsmeditation. Ja, wenn du einen Wohlfühlsitz gefunden hast und es möchtest, dann können die Augen sich schließen. Und so wie die Augen sich schließen, so stell dir vor, ein inneres Auge öffnet sich und spürt sinnlich, liebevoll durch den Körper hindurch. Wie so ein Blick, der durch den Körper schweift, der mal alles neugierig wahrnimmt, was jetzt ist. Spür besonders noch einmal die Rückseite, lass den Blick durch die Wirbelsäule streifen. Nimm dort ihre innere Stabilität und Kraft wahr, die dich jetzt mühelos aufrichtet. Dein Rücken, der dich stützt, der dir die Stabilität schenkt und die Kraft verleiht für die Herausforderungen des Alltags. Und gerade weil der Rücken in sich sehr zentriert und kraftvoll sein kann, kann die gesamte äußere Muskulatur deines Körpers durchlässig werden. Versuch also aufgerichtet zu sitzen und möglichst entspannt und lebendig zu sein. Und dann hat es den großen Vorteil, dass die Muskulatur nicht fest wird. Der Sitz ist aufgerichtet und lebendig. Und dann nimm die Vorderseite wahr mit all ihrer Größe und Länge. Den Raum im Brustkorb, dem wir die Möglichkeit gaben, sich aufzufächern. Spür auch dein Herz, wie es jetzt in dieser inneren Weite pulsiert. Wenn du magst, dann schenk ihm ein inneres Lächeln. Etwas mehr Güte und Liebe. So dass diese innere Güte sich in dir verteilt, dass du dich damit anreicherst. Mit dem Wissen, dass du so wie du bist, so wie du auch jetzt bist, dass du so einfach sein darfst. So ist es gut. Du darfst so sein, wie du jetzt bist.
so, wie du bist. So ist es gut. Dich auch den inneren Blick zur Atmung zu wenden, einfach zu spüren, wie du jetzt geatmet wirst, wie sie einfach kommt und geht. Und das von selber. Du brauchst nichts beeinflussen, brauchst nichts verändern. Du wirst geatmet. In einem feinen, lebendigen System in deinem Körper. Und dann stell dir vor, dass du die Ausatmung symbolisch nach unten fließen lässt, hinein in den Raum deines Beckens. Dann können die Hüftgelenke sich entspannen, die Beine sich entspannen und kann dein Becken Gewicht abgeben und sich mit der Erde unter dir verbinden und verwurzeln. Die Ausatmung fließt nach unten in den Raum des Beckens und den Raum der Erde. Dort kommst du an, hier und jetzt, genauso wie du jetzt bist und sein darfst. Visualisiere die Einatmung. Lass jede Einatmung von hier unten, von dem Raum der Erde nach oben fließen, hin in den Brustkorb, sodass ihr eine innere Weite bekommt, sich sanft auffächert, von innen nach außen und in diesem aufgefächerten Gefühl sich auch noch erhebt. Ja, der Brustkorb, wenn die Einatmung nach oben fließt, fächert sich auf, wird innerlich leicht und frei und schwebt nach oben. Und dort kehrt die Einatmung um, wird zur Ausatmung, die wieder nach unten sinkt. Der Brustkorb sinkt wieder zurück in seinen Ursprungszustand. Die Ausatmung fließt in das Becken und in die Erde. Kehrt sich dort wieder um, wird zur Einatmung, die nach oben fließt in den Raum des Brustkorbs, der sich sanft aufplustert, auffächert und sich erhebt. All die innere Größe, all die innere Leichtigkeit und Freiheit. Und fließt dann wieder mit der Ausatmung zurück in seinen Ursprungszustand, während die Ausatmung dich nach unten erdet. Und das immer wieder neu, in diesem feinen, lebendigen System. Gesamter innerer Körper wird geatmet. Und dann lass jede Einatmung, wenn du sie ein bisschen präziser wahrnehmen möchtest, über den unteren Rücken nach oben fließen. Ja, der untere Rücken beginnt mit der Einatmung. Dann fließt die Atemluft nach vorn hoch, Rippe für Rippe hoch in den Raum des Herzens. Lässt dein Herz weit werden, lässt es sich nähren dürfen. Und du atmest bis hoch in die Schlüsselbeine, bis in das Maximum der Einatemfülle. Von dort entsteht die Ausatmung, die wieder nach unten fließt. Rippe für Rippe nach unten. Der Brustkorb sinkt zurück. Du atmest bis nach unten in die Erde aus. Dort dieser Wendepunkt zur Einatmung, die über den unteren Rücken aufsteigt, nach vorn in den untersten Rippenbogen und dort Rippenbogen für Rippenbogen nach oben fließt, über das Herz, ganz weit hoch in die Leichtigkeit und Freiheit und Fülle und ausatmen wieder zurück nach unten. Atemzug für Atemzug neu.
Dabei ist dein gesamter äußerer Körper entspannt. Er wird geatmet. Fein, genüsslich, sinnlich. Besonders die Wendepunkte der Atmung wahr. Da oben, denen der Anatmfülle, wenn die Anatmung sich wendet, wenn sie zur Ausatmung wird. Und dann unten, denen der Ausatmleere, in dem die Ausatmung ankommt und sich zur Einatmung wendet. Spür in diese beiden Wendepunkte. Diese kleine sanfte Pause, auch wenn sie nicht deutlich spürbar ist, aber an diesem Maxima der Wendepunkte, da hält die Atmung für einen kleinen Moment an. Also eine kleine Pause, die dem Geist einen Raum der Stille öffnet. Wird in die Stille geatmet. Raum der Stille, der sich öffnet, der den Geist nährt. Dieser Raum der Stille, der dich nährt, der dich trägt, der ist immer da, immer in dir da. Genauso wie die Güte deines Herzens, das dir einen Gedanken immer wieder mitgibt, dass du sein darfst, wie du bist, mit all dem, was dazu gehört. So darfst du sein. Und mit diesem Gedanken bitte ich dich, die Atmung wieder wahrzunehmen. Auch zu spüren, wie sinnlich dein gesamter Körper geatmet wird. Mach deinen Leib selbst wieder wahr, so wie du hier sitzt. Deine Glieder wahr, auch den Raum, der dich umgibt. Und dann bring hier die Hände vor deinem Herz zueinander, zu einer sehr schönen, dankbaren Geste, die uns gemeinsam aus dieser Praxis und diesen Erfahrungen verabschiedet. Vielleicht gibt es etwas, was du mitnehmen möchtest, eine Übung oder eine Intention oder einen Gedanken. Etwas, das dir eine Stütze sein kann für den Alltag, dann bewahr dir das.
und atme beim nächsten Mal tiefer aus. Wenn du einatmest, dann breite die Arme zur Seite aus, mach einen großen Bogen über die Seite weit nach oben über den Kopf, bring die Hände dort zueinander und im Ausatmen vor die Stirn, vor den Mund und vor das Herz. Nochmal einatmend, die Arme ausbreiten, einen großen umarmenden Bogen nach oben und ausatmend, diese Umarmung für sie symbolisch zum Herzen. Wenn du magst, dann genieß eine Verneigung vor dir und für dich selbst. Mit einem Danke für die Zeit, die du dir schenktest. Und dann bitte ich dich, wenn du dich wieder aufrichtest, die Augen wieder zu öffnen. Ja, manchmal kann das Herz mehr Raum im Alltag bekommen, der ja so viel von der Logik und Ratio geprägt ist. Und das Herz, das kann dir auf einer ganz anderen, auf einer gefühlvollen oder intuitiven Ebene sagen, was für dich gut ist. Und so lass dich von der Intuition und der Güte des Herzens auch durch den Tag hindurchtragen, nicht nur durch den Verstand. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bedanke mich für deine Zeit und dein Vertrauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, vielen Dank. Namaste.